Ich arbeite im Medizincontrolling und Erlösmanagement am Klinikum Augsburg und bin Sachgebietsleiter bei der Kostenträgeranfrage. Meine Aufgabe besteht darin, die geforderten Erlöse fürs Krankenhaus zu sichern. Wenn die Behandlung vom Patienten beendet ist, dann werden sämtliche erhobenen Diagnosen und Prozeduren, also sprich Operationen oder auch diagnostische Maßnahmen von Fachkräften in Codes umgewandelt und diese Codes werden dann in die Krankenkasse überspielt und daraus ergibt sich dann letztendlich der Rechnungsbetrag. Die Krankenkassen von ihrer Seite kontrollieren wiederum diese Codes auf Stimmigkeit, sage ich mal. Und das obliegt dann mir und meinen Kollegen hier letztendlich klarzumachen, dass wir unsere Abrechnung korrekt vorgenommen haben. Dazu kommt der MDK, das ist der medizinische Dienst der Krankenkassen, regelmäßig als Gutachter zu uns ins Haus, um unsere Rechnungen zu prüfen. Und dann geht es eben darum, dass man sich mit dem MDK zusammensetzt und die einzelnen Fragestellungen ausklamüsert. Ist die verschlüsselte Hauptdiagnose, die hergenommen wurde, von uns korrekt kodiert, beziehungsweise Nebendiagnosen, sind die aufwandsgerecht belegt? Oder auch durchgeführte Operationen, haben die wirklich so stattgefunden, wie sie dann auch kodiert worden? Und das andere Thema, was man mittlerweile sagen muss, was das weit größere Thema ist, sind die Verweildauern. War es dann tatsächlich notwendig, dass der Patient auch wirklich so lang lag oder hätte er vielleicht auch kürzer liegen können, um dann letztendlich herbeizuführen, dass wir Abschläge zahlen müssen? Es ist natürlich so, dass auch sowohl der ärztliche als auch der pflegerische Bereich durchaus Bescheid weiß, was zum Beispiel das Thema Verweildauern angeht oder auch Kodierung im Allgemeinen. Und hier sind wir mitunter auch auf Hilfe angewiesen, gerade wenn es darum geht, OP-Berichte von speziellen Operationen zu deuten, dahingehend, dass man sie auch eben umwandeln kann dann in Codes. Wurde zum Beispiel genau dieser operative Schritt auch so durchgeführt, wie es gefordert wurde. Da ist man wirklich auf die Mitarbeit vom ärztlichen Bereich und auch vom pflegerischen Bereich angewiesen. Die Ausbildung im pflegerischen Bereich war sehr, sehr hilfreich dafür, dass ich meine Arbeit jetzt hier machen kann und letztendlich auch ein Aneignen von medizinischem Sachverständnis ist sehr, sehr wichtig, um hier einfach den Job richtig machen zu können. Am meisten Spaß macht mir tatsächlich der fachliche Austausch mit dem MDK und das Diskutieren, das fachliche Diskutieren. Und natürlich den allermeisten Spaß macht es dann, wenn man fachlich diskutiert hat und dann am Ende auch noch Recht behält. Ja, okay, wir akzeptieren. Also ich selber bezeichne mich ja gerne als Kind des Klinikums. Ich habe 2006 hier angefangen zu arbeiten. Ich hatte die Möglichkeit, in mehreren Bereichen hier tätig zu sein. In sehr spannenden Bereichen, auch sehr unterschiedlichen Bereichen und mir wurde immer wieder die Möglichkeit gegeben, mich dann auch weiterzuentwickeln, neue Fertigkeiten anzueignen. Ja, das ist schön, an so einem großen Haus tätig zu sein, wo auch viel wirklich an Fachlichkeit geboten wird und letztendlich auch die Zukunftschancen, sich hier weiterzuentwickeln, sehr, sehr groß sind.